ein Thema, was nicht zwangsweise nur etwas mit der Bibliothek zu tun hat, was ich aber jetzt schon von vornherein erklären und erzählen möchte, ist die Verwendung des Multimonitor-Fähigkeiten-Dingsbums bei Lightroom. Und zwar ist Lightroom in der Lage, seine Software auf mehrere Bildschirme auszuweiten, und zwar auf zwei, um genau zu sein. Und das ganze Tool befindet sich hier auf dem Hauptbildschirm unten. Da sind nämlich zwei Monitore angezeigt. Ich habe das jetzt hier mal aufgebaut. Ich will nämlich vorweg erstmal gar nicht darüber reden, wie man es aktiviert, sondern ich will jetzt erstmal darüber sprechen, wie man es denn sozusagen nutzt. Ein zweiter Monitor hat mehrere Funktionen. Zum einen kann man einen Monitor nehmen, der anders oder besser kalibriert sein kann, also wo einfach die Farben besser sind, besser stimmen oder auch besser vielleicht nicht stimmen. Oder man kann auch einfach nur die Arbeitsfläche erweitern. Gerade bei der Sortierung ist es oftmals so, dass man sich Bilder in klein anguckt und man hat mit dem zweiten Monitor, bei uns jetzt zum Beispiel ein ISO-Monitor, der in Hochformat gestellt ist, die Möglichkeit, das Bild immer in der Vollansicht zu sehen oder sogar im Detail. Das heißt, ich kann ranzoomen, ranklicken und mir das Ganze im Detail angucken. Und wenn ich jetzt hier mit der Tastatur auf Nächste springe, dann wird mir gleich das nächste Bild an der gleichen Stelle angezeigt. Ich kann also konstant mitarbeiten. In unserem Falle haben wir übrigens einen ColorSync-Monitor gewählt von ISO. Und dieser Monitor ist Hardware kalibrierbar, wird mit einem anderen Profil befeuert und kann die Bilder nochmal besser darstellen und auch mir mehr Einblick gewähren darüber, was ich eigentlich gerade mache. Es ist aber auch ein Tipp, einen Monitor zu nehmen, der gar nicht kalibriert wird oder gar nicht kalibriert werden kann, weil wenn ich zum Beispiel als Fotograf arbeite und ich gebe meine ganzen Bilder raus, dann passiert es oft, dass die Bilder angeguckt werden auf Devices oder auf Geräten, die nicht kalibriert werden können. Ja, ich kenne ja auch viele Leute, die haben ein Handy oder ein iPad oder irgendwie so ein Ding dabei und dann gucken die das Ganze hier mit an. Und das ist ja nicht so, dass man da jetzt so einen Spider drüber hält und das kalibriert. Also manchmal ist es als Fotograf auch interessant, wie so ein Bild aussehen kann auf so einem grottig kontrastreichen, farbintensiven Monitor, der alles einfach nur pusht. Ich kenne viele Fotografen, die haben, weil gerade sie eben sehr viel Bilder im Web posten oder pushen oder auch Web-Anwendungen nutzen, einen Monitor dastehen, der eben nicht kalibriert ist, wo das Ganze nochmal etwas extremer dargestellt wird. Gut, ich habe das Ganze so, ich habe meine Ansicht, meine Rasteransicht und ich gehe hier durch und eigentlich habe ich immer die Ansicht, und zwar, Moment, die 100%, nicht die 100%-Ansicht, sondern die Einpassen-Ansicht. Man merkt jetzt auch, wir haben hier den Monitor Hochformat genommen. Wenn jemand zum Beispiel sehr viele Porträts bearbeitet, dann ist es schön, einen Monitor in dem Format zu haben, weil wenn dann ein Porträt kommt, dann ist es halt in richtig groß. Das ist jetzt schon fast über DIN A4, also schon 30 cm groß. Und ich kann wunderbar auch entscheiden, ist das Bild was, gefällt mir das Bild, ist das Bild eher nix. Also ihr merkt schon, das ist einfach die Möglichkeit, das gleiche Bild on the fly in richtig groß zu sehen. Ihr müsst eigentlich gar nichts machen. In dem Moment, wo ihr zwei Monitore angeschlossen habt und die nicht gleich gesplittet sind vom System, dann erkennt Lightroom diese beiden Monitore und dann gibt es unten links im Filmstreifen, das ist hier, gibt es eben dieses kleine Tool, wo man den Monitor hinzufügen oder eben abschalten kann. Gut, nutzt diese Funktion. Es ist so, dass heutzutage ein zweiter Monitor nicht so teuer ist und gerade auch diese Pivot-Funktion, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also bitte lacht euch nicht den Popo ab, aber ich sage immer Pivot, diese Hochformat-Funktion von Monitoren ist unglaublich sinnvoll und gerade dieser zweite Monitor erlaubt eben kleine Vorschauen hier zu haben und das große Bild trotzdem immer im Blick zu haben.